Ja, übersichtlich ist auch die Zahl der Zuschauer zur Pressekonferenz und das hat sicherlich einen guten Grund. Herzlich willkommen. Nachholspiel heute in der Oberliga, Strausberg gegen Hertha Zehlendorf, am Ende 1:4 aus Sicht des Gastgebers. Ich habe beide Trainer bei mir, Alexander Arsovic von Hertha Zehlendorf und unseren Trainer Christoph Reimann. Ja, wir wollen die Stimmen zum Spiel hören. Ich glaube, es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, aber das können die Trainer, glaube ich, ganz besser einschätzen. Und da wollen wir erst den Gästetrainer hören. Erstmal schönen guten Abend an alle. Zum Spiel. Ja, es ist ein Mittwochabend. Es sind schwierige Spiele, berufsbedingt, Universität etc. Die Spieler stehen im Stress, ne, haben eine ganz, ganz lange Reise hierher. So hat auch die erste Halbzeit ausgesehen, aus meiner Sicht. Aus Sicht Hertha Zehlendorf war die erste Halbzeit nicht gut. Da haben wir Glück, dass wir nicht mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Genau, der Gastgeber hätte da schon ordentlich führen können in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir es geschafft, uns zu motivieren und dann nochmal die Kräfte zu mobilisieren. Ja, vom Ergebnis her hätte es dann auch deutlicher ausgehen können. Ein Arbeitssieg aus unserer Sicht. Und ja, jetzt haben wir am Sonntag Opti Gratenow. Ne, ich hoffe, dass wir uns jetzt auch das eine oder andere Tor für diesen Gegner dann erspart haben heute. Und den Gastgeber wünsche ich auf jeden Fall für die Zukunft viel Erfolg und hoffe, dass ihr das auch dann zum Schluss auch packt. Das hoffen wir natürlich auch, denn das bleibt manchmal dann auch nur übrig, das Hoffen und Bangen. Christoph, wie hast du es gesehen? Ja, Alex, erstmal Glückwunsch zum Dreier. Ja, wir haben es gesehen, erste Halbzeit müssen wir führen. Also wir haben 5:1 Chancenverhältnis und kriegen zwei Gegentore. Das darf uns nicht passieren. Charakter, warum wir und Ergebnis, warum wir Vorletzter sind und nicht irgendwo im Mittelfeld stehen, was wir uns mit dem Platz 9 vorgenommen hatten. Und in der Phase erste Halbzeit 3:1, ich glaube, das wäre fair. Gutes Spiel gemacht, erste Halbzeit taktisch gut gearbeitet, die Jungs wirklich gut gepresst, auf Fehler gelauert, die Platzbedingungen ein bisschen mitgenommen, das Aufbauspiel von 0-3, da früh gepresst, das hat alles funktioniert, liegst aber zur Pause 1-2 hinten, weil du eine Flanke nicht verhinderst, ein Kopfball. Unsere Stürmer kriegen 115% Kontakt über 90 Minuten und der chinesische Stürmer kann aus einer lockeren Flanke da aus 5 Meter Platz einköpfen. Ja, der Pause ist natürlich bitter. Und dann haben wir die Chance zweite Halbzeit nicht genutzt, das umzudrehen. Zehlendorf natürlich deutlich stärker und dann auch die Qualität ausgespielt. Ich denke, am Ende 4:1 aufgrund der Chancen, am Ende auch in Ordnung. In der Phase, glaube ich, auch ein 7:1 möglich gewesen. Ja, aber aufgrund beider Halbzeiten ist das Ergebnis dann schon in Ordnung. Ja, denke, mehr gibt es da nicht zu sagen. Und Sonntag ist für uns das letzte entscheidende Spiel. Jetzt haben wir ein wichtiges Heimspiel gegen Hansa. Da hofft man immer, dass wie die letzten 5 Spiele waren, dass da keine Profis mitkommen. Auch wenn das ist, müssen wir so spielen wie in der ersten Halbzeit daran glauben. Und ich glaube, da haben wir uns im letzten Drittel schon deutlich verbessert im Vergleich zum Selo-Spiel. Aber wir kriegen hinten einfach auch zu leichte Binsen. Ja, schönen Dank, dass ihr Mittwoch da seid. Bis Sonntag hoffentlich. Und dann nehmen wir den Dreier mit und der muss richtig gut tun dann am Sonntag. Der muss richtig gut tun, Leute. Okay, ja, das ich höre ich gern und hoffen wir natürlich auch. Und ja, an der Stelle noch ins Publikum die Frage: Gibt es noch Fragen an die Trainer? Ist nicht der Fall. Dann wünsche ich uns allen eine schöne Restwoche. Sehen wir uns alle hoffentlich gestärkt dann am Sonntag 14 Uhr. Hansa Rostock 2 dann hier zu Gast. Vielen Dank.